Nachdem wir uns in den letzten Videos Tipps für das bessere Schreiben von Texten angesehen haben, fehlt noch der letzte Schritt, das Korrekturlesen bzw. die Überarbeitung deines selbstgeschriebenen Textes. In unseren Top 9 Tipps erfährst du, auf was du bei einer Textüberarbeitung achten musst. Also viel Spaß und ab geht's! Wir haben heute für dich 5 Tipps zum Inhalt und 4 Tipps zur Sprache. Starten wir zuerst mit unseren Top 5 Tipps zur Korrektur vom Inhalt. Erstens, überprüfe als erstes die Struktur deines Textes, also die Gliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Zweitens, check die Nachvollziehbarkeit deiner Aussagen. Sind sie schlüssig und logisch und in einer sinnvollen Reihenfolge? Achte hierbei bitte auf eine logische Gedankenführung. Drittens, hast du all deine Ideen und Gedanken, die zu deinem Thema passen, untergebracht? Wenn Punkte zu kurz oder zu lang geraten sind, dann passt diese am besten an. Unser Tipp Nummer 4. Es kommt natürlich häufiger vor, dass du dich im Text wiederholst oder vom Thema abschweifst oder etwas total Überflüssiges schreibst. In diesem Fall versuch die Textteile rauszustreichen, natürlich nur, wenn der Text hinterher noch Sinn ergibt. Solltest du ein Wort oder einen Gedanken vergessen haben, dann ergänze diesen. Bei Platzmangel kannst du die Ergänzung auch am Rand oder am Ende einer Seite notieren. Kennzeichne die Ergänzung aber deutlich mit einem Sternchen. Unser letzter Tipp zum Inhalt ist das Sahnehäubchen für deinen Text, nämlich das Umformulieren, Nachbessern und das Verfeinern. Egal ob bei einer Klassenarbeit, einer Hausaufgabe oder einer Hausarbeit. Manchmal fällt einem beim Durchlesen auf, dass ein Satz völliger Blödsinn ist. In so einem Fall streich den Satz durch und formuliere ihn vernünftig neu. Dauert meistens nur wenige Sekunden, die sich aber lohnen. Und wenn du Textteile hast, die du deutlich treffender, präziser oder ansprechender formulieren kannst, dann nutze auch hier deine Chance zur Verfeinerung, zumindest wenn deine Zeit mitspielt. Ey Digga, was geht? Sollte nicht unbedingt in deinem Text stehen. Also achte neben dem Inhalt auch auf die Sprache, denn diese ist unverzichtbar für eine gute Note und für die Sprache haben wir 4 Tipps für dich. Unser erster wichtiger Tipp. Finden sich in deinem Text sprachliche Ungenauigkeiten, wie zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler oder unvollständige Sätze vor? Fehlen dir Übergänge oder hast du Sprünge in deinem Text? Lies den Text daraufhin nochmal gründlich durch. Zweitens. Pass auf, dass dein Text nicht zu umgangssprachlich geschrieben ist, außer es wurde ausdrücklich von dir verlangt. Streich also lieber unpassende Ausdrücke oder ungenaue Formulierungen durch, korrigiere deinen komischen Satzbau und ergänze fehlende Textbezüge. Tipp Nummer 3. Unser Lieblingsthema, die Grammatik. Yay! Achte auf fehlende oder falsche Satzzeichen, insbesondere auf Kommata und auf die richtige Zeitform. Und viertens, Lieblingsthema Nummer 2, die Rechtschreibung. Korrigier diese, wenn dir Fehler auffallen, also falsche Pluralbildung, Groß- und Kleinschreibung, das mit einem oder mit zwei S und so weiter. By the way, hierzu gibt es auch das ein oder andere Video von uns. Such doch einfach mal danach, dann findest du es. Und mit diesen Tipps kannst du deinen nächsten Text für eine bessere Note überarbeiten. Lust auf mehr Methodenvideos? Dann schau dir dieses Video zum Thema Texte schreiben an oder check unsere Playlist ab. Also bis bald, mach's gut und ciao.